So, hallo, ihr wundert euch wahrscheinlich bei dem Titel, ich mich auch, und ich starte diese Aufnahme gerade zum, glaub, fünften Mal. Irgendwie schmiert mir Isaac die ganze Zeit ab. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Vielleicht klappt's ja jetzt. So, ja, wir spielen mal wieder eine Runde Binding of Isaac. So, ich muss ganz kurz testen. Wenn ich aus dem Programm rausgehe und wieder ins Programm reingehe, weil ich muss über Platinum God, muss ich die Items raussuchen. So. Okay, jetzt stürzt es nicht ab. Ich habe es, glaube ich, gefixt. Ich wollte die Daily Challenge spielen. Und zwar folgendes. Der Counter liegt mir schon seit... Ach, ich kann es nicht mehr, weil... Oh, super. Weil es mir im One selbst abgeschmiert ist. Großartig. Okay. Ja, dann eben nicht. Dann spielen wir halt normal. Hart oder normal? Wir spielen normal, normal. Was wollte ich sagen? Ja, der Counter liegt mir schon seit langer Zeit im Ohr, dass ich mal wieder Isaac spielen soll. Und jetzt hat er mir sehr geholfen bei einer technischen Geschichte, was mit dem Digitalunterricht zu tun hatte. Und da habe ich gedacht, okay. Ich spiele mal wieder Isaac. Ist ja in Ordnung. Jetzt spielen wir mal wieder Isaac. So sieht's aus. Wow! Wow, der Random hat Isaac gewählt. Curse of the Lost. Ich hab keine Ahnung mehr, was das ganze Zeug ist. Ich weiß, ich kann mit diesem D rerollen. Mit dem D6, das weiß ich noch. Aber ansonsten weiß ich kaum noch was. Wo ist meine Map? Ach ja. Curse of the Lost. Jetzt wissen wir wieder, was Curse of the Lost ist. Ach ja. Aber ich finde schön, dass mein Speicherstand noch da ist. Wieso gehen die Türen nicht auf? Ach, weil da unten noch was ist. Oh, das geht ja gut los, wenn ich so blind bin. Ach du Schande. Ach du Schande, warum bin ich denn blind? Die gefallen mir gar nicht. Wie komme ich. Komme ich denn da jetzt? Ich sehe da was. Bin doch nicht so blind. Nice. Lass mich in Ruhe. Nein. Ja. Nein. 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 Ja. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn hier machen? Ja. Ja, nee, ist in Ordnung. Zum Glück war es nur blaues Herz. Von roten getroffen werden wäre nicht so cool. Ey, der Raum ist dumm. Kann ich den so treffen? Nee. Das dachte ich mir, dass die beide schießen. Lösch dich. Danke. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich jetzt da durchkommen? Alter. Was ist das für ein Raum? Bin instant überfordert. So. Oh Gott, Air Batterie. Das ist cool, wenn wir was hier rerollen würden. Ja, vielleicht rerollen wir ja. Vielleicht rerollen wir ja was, falls wir den Itemraum finden sollten. Hier ging's noch hoch. So groß kann die erste Stage nicht sein. Ich meine, wir sind ja im Keller 1, ja. Das kann keine große Stage sein. Wir müssen relativ schnell den Itemraum finden. Und dann können wir rerollen. Jawohl, da ist er auch schon. Und dann können wir, wie gesagt, schön rerollen. Wenn es rerollbar ist. Also rerollbar ist es immer, ich meine, wenn es sinnig ist, ist hier reroll. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendeine rosa Unterhose. Ich glaube, die hatte ich sogar noch nie. Das kenne ich nicht, das Item. Ich werde es auf jeden Fall einsammeln, weil das hatte ich noch nicht. Oder ich kenne es halt einfach nicht. Da ist die rosa Unterhose. Camo Undies.
Upon entering a new room, Isaac will become camouflaged and enemies won't attack until you start firing tears. Nice! Gib mir das! Bevor ich nicht anfange zu schießen, werde ich nicht angegriffen. Sick. Das ist ultra sick. Dann können wir den Reroll vielleicht für den Satan, für den Dings verwenden. Für den Bosskampfraum. Ich hab geschossen, ich Nusskopf. Warum habe ich Nusskopf jetzt geschossen? Das war dumm, das wollte ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall noch zwei Bombs. Okay. Wir müssen... Gibt es irgendwo da einen blauen Stein? Ist da ein blauer Stein dabei? Nee. Wo springe ich jetzt am besten rein? Komme ich so an beide Bomben ran? Nice. Ah, das sind sogar drei Bomben. Dann machen wir das so. Und so. Yo! Damage up. Nice. Sehr gut. Cool, jetzt schießt der nicht. Bis ich schieße. Das heißt, ich kann in Ruhe sagen, hier ist übrigens mein Geheimraum. Jawollo. Dann räumen wir den erstmal ab. Yo, aber nicer Anfang. Ich sehe nix. Ach so, weil ich... Was ist... Ah, Gegner. Jo, ich muss die Helligkeit umstellen. Ich sehe nix. Oder waren die jetzt bewusst so komisch? Hä? Muss ich runter oder hochstellen? Geh nochmal in den Raum, einfach um zu gucken, ob ich jetzt das gesehen hätte, was da ist. So sehe ich jetzt, aber das war ja echt merkwürdig. Okay, wie auch immer. Wagman. Ja, bei Bossen funktioniert es natürlich nicht, das Item, ne? Das ist klar. Ja, komm, mach dich weg. Ach ja, das konntest du. Oh, nice. So, das können wir jetzt rerollen. Das war, glaube ich, ein Range-Up. Das rerollen wir. Ah, die grüne Spritze. Was war noch gleich die grüne Spritze? Waren das Giftschüsse? Ich glaube, das waren Giftschüsse. Nee, Speed and Range Up. Ja, ab dafür. Ja, ab dafür. Aber dann setzen wir jetzt schön noch die Batterie ein. Natürlich. Natürlich setzen wir noch schön die Batterie ein. Nope. Ey, aber den Head zu finden war ja großartig. Vor allem mit so einer Sprengkiste, die hätte ich nicht mal haben müssen. Wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, das Zeug, dann hätte die nicht, ne? Und das ist schon sick. Okay. So, wir haben nach 10 Minuten die erste Stage geschafft. Großartig. Speedrun läuft auf jeden Fall. Ich bin dumm, ich hätte noch nicht schießen müssen. Aber ich meine, gut, ich muss ja sowieso schießen, ne? Weil... Ist ja klar. Jo, das war super knapp. Aber ist ja klar, dass ich schießen muss. Weil sonst gehen die Türen ja nicht auf. Nice, da ist direkt der Item drauf. Okay.
Itemraum für mich. Ah, das ist dieses... Ich muss nachgucken. Ich weiß, dass ich es schon zigtausendmal gesehen habe, aber ich weiß halt nicht mehr, was es war. Das ist das falsche Fenster. Das muss hier bei den ersten Items mit dabei sein. Das ist auf jeden Fall kein neues Item. Und zwar... Na? Wo ist es denn? Ich kann ja mal Spider eintippen. Ich glaube, das ist irgendwas mit Spider. Ja, genau, sage ich doch. Spider Butt. Upon use, does 10 damage to all enemies in the room and gives a slowing effect. Nee. Das ist ein Spacebar Item. Die rollen wir. Ja! 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 Wait! Habe ich jetzt nicht die ultimative Kombination? Like, ich schieße keine Tränen. Ah, so, okay, sobald ich mich drehe. Okay. Aber wenn ich die berühre, alleine nur mit dem Messer berühre, dann dürfte es doch insoweit funktionieren. Dann dürfte es doch insoweit funktionieren. Ey, was ist das für ein One? Das ist ja jetzt schon total verrückt. Ja, dann dürfte es doch insoweit funktionieren, dass ich die erstmal ablaufen kann, sozusagen. Oder sehe ich das falsch? Wahrscheinlich sehe ich es komplett falsch. Ich glaube, aber ich glaube, der One ist so gut, weil wir auf normal spielen kann. Oder ist es... Hat es einen Einfluss gehabt, ob man auf normal spielt oder auf normal? Ich weiß es nicht. Sollen wir? Wie hat man die nochmal eingesetzt? Ach, setze ich Pillen ein. Change Controller. Ich will nicht den Controller changen, ich will... Nee. Will Controls. Wie setze ich nochmal Pillen ein? Bomben habe ich auf E gelegt. Waren Pillen Q? Ja, aber es ist nicht der beste Pille. Hier ist aber was. Nice. Das ist, was wir suchen. Und dann kann man eigentlich auch mal hier reingucken. Nice. Yo. Ich habe halt leider absolut keine Kohle. Um hier irgendwas zu machen. Dann drehen wir einmal. Oh mein Gott. Viel zu gut. Und dann sprengen wir den Rest weg. Perfekt. Wollen wir nochmal? Nee, komm, das passt schon. Sehr schön. Bossfight. Hin. Tschüss. Kluppi. Ja, mehr Damage ab. Und mein Satanraum ist auch da. Okay, was ist die Tatze? Die Katze. Das ist irgendwas von Papi auf jeden Fall. Guppy auf jeden Fall. Guppy ist gut. Aber was ist es genau? Ich schreibe einfach schon mal Guppy rein, dann werde ich bestimmt die Tatze sehen. Okay, es ist. Doch, da ist es. Guppy's Paw. When used, removes one hard container and gives you. Ach, das war das Ding. Ach, das war das Ding. Oh. Macht aus einem Herzcontainer 3 Soul Hearts. Das würden jetzt wahrscheinlich alle nehmen. Und ich bin so, ich weiß es nicht. Und das andere, was ist das andere? Diese Träne in den Augen? Diese Träne in den Augen? Da. Gibt's Isaac dem... Fliegen und Spektraltränen, aber Fliegen ist halt gut. Fliegen ist gut. Ich will fliegen. Let me fly. Let me fly. Yo. Sehr schön.
Das ist vor allem Guppies Paw jetzt kaufen wäre wieder Quatsch gewesen. Ich habe ja nur noch ein rotes Herz. Und das hätte ich damit hergegeben und dann hätte Guppies Paw überhaupt keinen Effekt mehr gehabt. Na gut. I guess. Curse of the Unknown ist natürlich jetzt nicht so gut. Nee. Ach ja, ich kann ja fliegen! Wait a moment. Mann, ich habe 4 Schlüssel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier an den Truhen nicht auch Schlüssel mit drin sind? Jo, was? Ich habe einfach was freigeschaltet. Ich spiele zum ersten Mal wieder Isaac und schalte irgendwas frei. Alles klar. Aber was habe ich jetzt freigeschaltet? Ich meine, es muss ja eine neue Errungenschaft sein. Und ich habe ja den alten Spielstand. Also irgendwas. Okay. Ja, nice. Jede Truhe, die ich öffne, die mir einen Schlüssel zurückgibt, ist eine gute Truhe. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das war Transport zum Itemraum, ne? Ich glaube ja. Achso, die treffen die mich trotzdem, auch wenn ich sozusagen. Die sehen mich einfach nur nicht. Die reagieren. Es hieß ja eigentlich, die greifen nicht an, ne? Ja, super. Ja, okay, dann ist das gar nicht mal so geil. Okay, was machst du? Du bist irgendwas Insektendingesiges. Ist das so ein gelbes Item? Finde ich das unter den gelben Sachen? Nee, bei gelb ist es nicht dabei. Ah, es könnte was Neues sein. Dann ist es nicht da oben in der Liste. Da ist es auch nicht. Oder es ist mir bei den grauen Sachen, weil es so einen. Wo bist du? Ich weiß halt auch nicht, wie es heißt. Ich kann es nicht nach Namen suchen. Wo bist du? Wo bist du? Ich find's nett. So liefen die alten Aufnahmen auch immer. Ich habe gesucht und nicht gefunden. Und irgendwann habe ich es dann einfach eingesammelt, weil ich so war, okay, weiß nicht, was es ist, ich nehme es einfach mit. Geht mir nicht auf den Keks. Jo, es gibt's doch nicht. Ich find's halt echt nicht. Ich schreibe jetzt Insekt mal oben in die Suchleiste. Vielleicht kriege ich es dann sortiert. Es ist doch bei den gelben Items, wo ich als erstes hingeguckt habe. 4 Shot. Isaac's Tier Self Causing a 4 FA. Nee, das rerollen wir auf jeden Fall. Das rerollen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Ich dachte, es ist was anderes. Dann rerollen wir das nachher nochmal. Oh, da will ich gar nicht hin. Achso, ich habe eh keinen Schlüssel mehr. Okay, ich brauche wieder unbedingt Schlüssel.
Nice. Da ist mein Reroll. Ergibt das Sinn? Ist das nicht Sad Onion? Ist das nicht Sad Onion? Muss hier oben doch mit dabei sein. Ne, da unten ist es. Dead Onion. Dead Onion. Toxic Aura Tears. Okay. Ich glaube nicht, dass das was bringt in dem Fall. Ich würd eher nochmal, wenn ich die Möglichkeit bekomme, würde ich nochmal resetten. Oder macht es mein Messer jetzt wahnsinnig groß? Ich glaube es nicht. Problem ist halt gerade... Scheiße. Gerade wenn die schießen, ne? Ist halt das Blöde. Gerade wenn die schießen... Alter. Ist halt das Blöde, dass ich ja trotzdem getroffen werde, auch wenn es heißt, so, die greifen mich nicht an. Aber das ist ja im Prinzip anders gemeint. Oder was? Was war das denn? Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich wollte es gar nicht einsammeln, aber ich habe es eingesammelt. I'm excited. Okay, ich bin auch excited. Würde aber gerne noch einmal rerollen in der Stage. Ein paar Räume habe ich noch. Leider weiß ich aber nicht, wie viele Energie ich noch habe. Ist da ein Stein dabei? Das ist einer, oder? Ja. Nice. Boah, ich werde so viele Steine übersehen und ihr werdet mich auch wieder dafür hauen. Oh, es gibt keinen Raum mehr. Okay, dann halt nicht. Wait, ist da die Dings? Ist da die Bibliothek? Ne, der Shop. Hatte der Shop das gleiche Symbol wie die Bibliothek? Ich bin schon wieder da. Oh, die Uhr! Oh, die Uhr wäre sick. Aber die kriege ich... Ich kriege jetzt kein Geld mehr, oder? Kriege ich noch irgendwo Geld hier in der Stage? Ne, ich kriege kein Geld mehr. Das war's. Da kommt dann jemand das noch mit. Dass wir sicher sind, was das angeht. Ich werde sowieso... Spätestens in Womb werde ich sterben. So mein wilder Guess zumindest. Okay, weiter. Da kommt es zwei. Immerhin kein komisches Zeug mehr. Na halt dumm, ich muss bei Gegnern, die nicht schießen, muss ich einfach mit dem Messer hinlaufen und dann würden die halt nichts tun. Weil ich bin halt dumm. Soweit denke ich halt nicht. Soweit denke ich halt wieder nicht. So. Aber energietechnisch sieht es ja noch okay aus. Aber das meinte ich. Mit dem Messer bin ich jetzt
die schießen nicht und dann kann ich mit dem Messer einfach da rein in die. Deswegen sagte ich, das Messer ist die super, ist eine super Kombination. Also würde ich sagen, mit die beste Kombination, die man haben kann. Entschuldigung. Solange die halt, ja genau, solange die sowas nicht können. Solange die nicht automatisch schießen. Das ist halt so ein Ding noch, was problematisch ist. Okay, erstmal Bosskampf. So, tschüss, Bosskampf. Ja! All Stats up. Göttlich. Okay, das kann man behalten. Oh, yesy. Yesy, yes. So, es ist. Dings suchen jetzt noch. Geschwind. Itemraum. Aber sobald ich den hab, gehen wir. Ich muss es ja nicht übertreiben, ne? Ach, ich drücke immer sofort die Taste, das ist so dumm. Weil ich es nicht lerne, einfach. Red Patch. Weiß gerade nicht mehr, was der macht, aber wir nehmen es einfach mit. So, ein Twinket. Nice. Jetzt noch ein weißes Herz und ich bin happy. Der Eitrung wird nur da oben in die Richtung sein. Ich habe schon wieder gedrückt. Mann. Eins. Wow, Alter, ich bin viel zu schnell. Nice. Okay. Ja, gehen wir nach da. Oh shit, ich habe das nicht gesehen. Hab das nicht realisiert, holy moly. Ah, das war der Vierfachschuss, ne? Das würde ich normalerweise mitnehmen. Aber macht das aus dem Messer jetzt vier Messer? Wie ist das? Das konnte man auch hier irgendwie testen, dass man so Synergien getestet hat, ne? Wo ist denn das Ding jetzt überhaupt? Irgendwas mit Spider. Ah, da. Ach nee, Infestation Shot. When you kill an enemy, one to friendly spiders. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich nicht den Dice in der Hand hätte. Das ist jetzt nicht besser geworden. Aber wir können es kurz einsammeln, dass wir es hatten. Warte. Nee. Ich habe überlegt, aber nee. War eine dumme Überlegung. Die Überlegung war, ich könnte mit dem Spacebar-Item dann immer die Gegner wegmetzeln, aber es würde auch nur alle zwei Räume funktionieren. Nee. Und es würde auch nicht alle erledigen und... Na, ich glaube, das ist... nicht so günstig, wie ich mir das vorstelle. Okay, hier kann man noch sprengen. Yo! Die Truhen könnten voll gut sein. Nice. Ist egal. Nice.
Jo, war das? Es reduziert mich auf ein Herz, aber ich habe ja die blauen Herzen, ne? Also ich würde es jetzt nehmen. Die blauen Herzen gehen nicht weg, wenn ich Guppy einsammle, oder? Es ist blöd, dass ich Guppys Paw nicht eingesammelt habe. Aber ich muss kurz gucken, aber ich glaube, das ist wirklich... Es haut mich auf ein Herz runter. Isaac's health is set to 1 and he also gains 9 extra lives. Genau. Ich schlag mich jetzt gleich tot, wenn ich meine blauen Herzen dadurch verliere. Okay, alles gut. Alles richtig gemacht. Nice! Way to Guppy. Way to Guppy. Achso, hätte ich natürlich auch rerollen können. Wäre ja ein Item zum Rerollen gewesen, ne? Oh, die Maus ist im Bild. Entschuldigung. Und wir haben wieder ein neues Herz. Yay! Ich bin ganz ehrlich, ich hab's komplett vergessen, dass man ja das weiße Herz bekommt, wenn man es durch die nächste Ebene mitschleppt. Ich hab's komplett vergessen. Das war's komplett. Ne? Aber jetzt haben wir noch 9 Leben. Es ist voll gut. Was übrigens bitte nicht bei mir erwartet, ist, dass ich zu irgendwie diesen Spezialbossen gehe. Ich glaube, ich schaffe die sowieso nicht zeitlich. Also ich glaube, wir haben die schon beide zeitlich schon längst versaut. Wir spielen einfach nur bis Dingens, Blue Baby, und dann ist gut. Aua. Wie weiter komme ich halt eh nicht. So ein Ding ist das. Na, aber diese ganz Verrückten wie Hush und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör auf mich zu treffen, du dummes Ding. Ja, aber wie gesagt, die ganzen anderen komischen Dinger sind nicht mein Fall. Die würde ich auch, glaube ich, niemals schaffen. Nice. Nee. Das könnt ihr behalten. Da ist mein Itemraumschlüssel. Ich weiß gerade nicht, ob die explodieren, deswegen. Ah, du Gesichtskrapfen. Alter. Meine Reaktion ist auch wieder göttlich. HF schon wieder so. Mit dieser Einstellung kann man eigentlich gar nicht verlieren und kann vielleicht trotzdem. Oh Gott, das wird jetzt hier eine sehr unangenehme Geschichte. Nee, eigentlich gar nicht. Okay, cool. Nicht, dass ich es mitnehmen wollte, ich wollte es nur einsammeln. Ah, hätte ich Black auch einsammeln können eigentlich, ne? Ja, egal. So, wo ist mein Boss? Ah, da ist mein Item auch. Sehr schön. Das war die Spur, ne? Au, das war nicht die Spur. Das waren Megatiers. Ja, das hat jetzt viel gebracht. Ich dachte, das war irgend so eine Dreckspur, die ich hinter mir herziehe dann. Habe ich mich vertan, sorry. Aber ich habe ja eh noch ein Item, was ich rerollen kann, von daher denke ich, passt die Geschichte. So.
Da ist mein Bossraum. Wir kriegen dann genau, sehr schön, wir werden genau aufgefüllt, was unser D angeht. Tschüss. Cool. Wow, ich lasse mich nochmal treffen, ist okay. Alter, ich bin so schlecht. Oh, nice. Das ist vor allem halt großartig, weil wir ja Guppy eingesammelt haben und jetzt kriegen wir doch unsere HP zurück. Das ist sehr, sehr nice. So, jetzt gehen wir ganz schnell zum Tirol. Das nehme ich mit. Look at me. Look at me. What I can do. So, zack, Abflug. Ich weiß schon, warum ich auf normal spiele. Ich wäre halt in Dings, wäre ich so lost jetzt, ne? Wenn wir hart gespielt hätten, wäre es. Also, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass wir einen One schaffen könnten. Aber das ist noch überhaupt nicht gesagt. Ich bin ja. Ne? Ihr wisst selber. Neues. Goldene Bomben. Wer will die nicht? So. Aber das Messer ist halt Gold wert. Kannst immer wieder sagen. Oh, wir können in den Shop eigentlich gehen. Und den Shop eigentlich rerollen. Eigentlich nett. Ups. Irgendwo ein blauer Stein. Ich sehe keinen. Irgendwie vom Kommentare blauer Stein, weiß und so. Aber ist dann so, da darf ich nicht rein, sonst komme ich zu Mama. Ich will erst den Itemraum suchen. Und finden. Eigentlich will ich es nicht suchen, ich will es eigentlich nur finden. Aber es ist ja wieder zu viel verlangt. Das ist ja wieder zu viel verlangt. Das ist auch kein alter Raum. So. Nein. Nein, geh weg. Bleib hier. Okay. Ich muss ganz kurz mal was trinken, Leute. Ich bin ein bisschen... Ja, schläfrig. Und bevor ich hier gleich einnicke und ihr dann eine halbe Stunde Stille habt, bis ich wieder aufwache und dann feststelle, dass ich eine halbe Stunde weiter aufgenommen habe, muss ich schnell was trinken. Aber jetzt langsam überkommt mich wieder die Müdigkeit. Ist auch ganz klar. Ich habe aktuell einen komplett beschissenen Schlafrhythmus. Ich schlafe fast immer nachmittags. Nach dem Unterricht. Und das ist nicht so gut. Ich dachte, ich habe einen alten Raum gefunden, aber ist gar nicht. Ist gar nicht. Ah, wo? Es wäre halt schon gut, die blaue Parade an Herzen aufrecht zu erhalten. Es wäre halt schon
so eine Sache. Ich sehe überhaupt nicht, ob hier ein blauer Stein ist oder so. Ei, Raum. Ist das schon. Item Room. Was tust du? Du bist ein weißes Item. Und dieses weiße Item... Oh Gott, war ich hier durch. Entschuldigung. Und dieses weiße Item ist... Hier. Ah, Daddy Longlegs. Ja. Ja, komm her, komm zu Papa. Also eigentlich bist du ja Papa. Aber egal, dann kommt halt Papa zu Papa. Das ist Daddy Longlegs Item. Hier, mitnehmen. Daddy Longlegs räumt jetzt auf. Und jetzt haben wir die ultimative Kombination. Gegner greifen mich nicht an, solange ich nicht mich bewege. Au. Wieso bin ich hier überhaupt rein? Wenn ich mich bewege, greift irgendwann der die Longlegs aber an. Nicht solange ich mich nicht bewege, solange ich nicht schieße. Solange ich nicht hier sowas mache. Yo, ich könnte egal, wir rerollen bei Mom. Wir rerollen bei Mom. Ist okay. Jetzt legen wir erstmal Mom um. Und derweil haut der die Longleg auch mit drauf. Sehr nice. Das war Daddy Longleg. Hui, hui, tschüssi. So, ich habe gesagt, wir gehen nach Dings. Also nehmen wir auf jeden Fall das Polaroid mit. Ganz klar, ne? Und wir haben noch einen Itemraum bekommen. Okay, das ist aber jetzt beides nicht so. Was ist dieses Ding nochmal? Ich glaube, der hat irgendwie, reflektet oder so Zeug. Was hat der gemacht? Der hat irgendwas reflektet. Nee, nicht reflektet, der hat, der war... Na, ich guck einfach nach. Wo ist er? Ist das nicht eines von den Rebirth-Items gewesen? Nee, Afterbirth meine ich Items gewesen. Nee, dann muss es eins von den Rebirth-Items gewesen sein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Shiny Ding. Wo ist das Shiny Ding? Ich finde dich. Und wenn ich dich habe, dann lese ich dich vor. Wo Ding ist das? Der ist da. Oh Mann. Das sortiert man schon nach Farbe und findet den Mist trotzdem nicht, ne? Ich sehe das Ding nicht. Ich meine, es ist auf jeden Fall. Ich könnte wahrscheinlich nach Buddies suchen, oder? Ich suche mal nach Buddy. Ah, tatsächlich. Afterbirth Item. You the Buddy. Multidimensional Baby. Will follow your movement pattern on a 3-second delay. Tears that pass through the baby will double up and increase in damage while flashing black and white. Frage ist, macht es das Messer auch? Nee, ich glaube, das ist es mir nicht wert, hier irgendwas. Ach so, ich kann ja rerollen. Was ist dieses blutige Messer? Ich glaube, das ist das Ding gewesen, dass man... Also es war auf jeden Fall nicht das Knife, was ich jetzt habe. Es war irgendwas anderes. Ich glaube, das habe ich immer verwechselt und dann habe ich es immer genommen und ich hätte es nicht nehmen sollen, weil es nicht so gut ist. Aber was ist es genau? Wo ist es? Da ist es. Gives Isaac an Orbital Knife, that does 50... Ach, das ist das Ding, was um mich rumfliegt. Okay.
Das wäre ja trotzdem auch eine nice Kombination. Na? Wait, ist das dann? Das ist doch Guppys Hairball. Das ist doch Guppys Hairball. Das wäre ja das zweite Guppy-Item. Wo ist er? Wo ist er? Das ist doch Guppys. Ich muss es kurz kontrollieren, aber das ist Guppys Hairball. Aber wo ist er? Also ich kann es ja suchen. Ich weiß ja, wie es heißt. Guppy. Da. Genau. Follows behind Isaac and can be swung back and forth dealing con. Ja, ist egal. Aber es ist eines von Dingen, was mich zu Guppy macht. Ja, 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 ja. Her damit. Ich will zu Guppy werden. Oh, wenn wir die Paw mitgenommen hätten, ne? Hätten wir mal die Paw mitgenommen. Dumm, dass wir die nicht haben. Echt dumm. Aber was soll's. Die Energie ist halt jetzt auch nicht die klügste, aber ich meine, ich habe 9 Leben. Ich kann immer wieder starten. So, das ist okay. Ich denke, damit können wir leben. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich gehe jetzt in einen Raum und hier sind Gegner und die tun mir nichts. Aber Daddy haut sie kaputt. Ich meine, ich kann auch so ein bisschen... Oh, ich kann mit Guppys Hairball zusätzlich angreifen, ohne dass die reagieren. Ey, das ist die super Kombination schlechthin. Look at this. Oh. Ah, ich bin explosionsschadentechnisch jetzt hier auch safe. Wir können Explosionen ja gar nichts mehr anhaben. Und wir haben gerade einfach einen goldenen Schlüssel eingesammelt. Ja, moin. Go, Guppys Hairball, go, Guppys Hairball, go, Guppys Hairball, go. Aber ja, mir kann Explosion ja nichts mehr anhaben. Das habe ich komplett verdrängt, ne? Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Karte. Temperance weiß ich gar nicht mehr, was das macht. Ganz vergessen, dass ich hier die Karten auch dabei habe übrigens. Cool. Kann die was? Ach, das sind die. Ja, okay, die kann was. Komm, Bossfight. Boss finden jetzt hier. Das wär's. Oh, irgendwann habe ich übrigens meinen Patch liegen lassen. Ich weiß gar nicht, wo und wann und wieso. Ich hatte es jetzt nämlich gerade nicht mehr, als ich das eingesammelt habe, scheinbar. Ist ja egal. Oh nein! Nicht, weil der Raum schwierig ist, aber weil es hier nicht weitergeht. Alles umsonst gelaufen. Alles wieder... ach so, ich habe... okay, ja, ich bin dumm. Alter Idiot. Einfach doof. Alle Idiot. So, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben. Ey, wir laufen. Scheiße. Ey, wir laufen den ganzen. Wir laufen legit den kompletten Teil hier ab, ne? Bis wir wirklich alles gesehen haben, scheinbar. Scheinbar, bis wir wirklich alles gesehen haben. So. Komm schon. Hier geht's immer noch weiter. Heieiei. Frag mich, ob wir noch zu Guppy werden. Ich meine, ich habe ja noch die Chest vor mir. Und in der Chest kann ja ganz viel passieren, vor allem weil ich rerollen kann.
Also ich denke schon, dass wir zu Gabi... Vor allem, wir wären halt schon Gabi, wenn ich Gabis Paw gekauft hätte, das eine Mal. Aber dann hätte ich die anderen Sachen auch wiederum nicht kaufen können, also... Ist es gehüpft wie gesprungen eigentlich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, hier geht's nicht mehr zurück. Okay. Ich sag ja, wir laufen die komplette Stage ab. Es ist unfassbar. Wir laufen wirklich die komplette Stage ab. Aua! Scheiß Vieh. Lösch dich. Ja, wir sind die komplette Stage abgelaufen. Oh, das war so unnötig einfach. So derbe unnötig. So derbe unnötig. Oh, das wird jetzt ein interessanter Bosskampf. Gegen Conquest ist aber okay. Conquest ist mit Messer ja gleich. Oh, scheiße. Oh, das war knapp. Ja. Ganz dringend HP ab. Ganz, ganz dringend und ganz dringend blaue Herzen. Oh, holy moly, ich bin nicht gut drauf. Ich bin nicht gut drauf. Ich meine, wie gesagt, klar, starte ich als Guppy und also lebe ich dann. Also ich habe erst... Ne? Jo, was ist das für eine Kacke? Wow, ich laufe auch noch rein. Okay, wenn die kommt. Oh, das war so knapp. Ah, die ist noch nicht durch. Achso, doch, die ist durch. Die Dinger sind halt noch da. Komm, Herz. Change. Lass das mal drin. Nee. Too risky. Brauch unbedingt ganz schnell ein Herz, sonst sind meine zwei Herzen weg. Oh shit, ich hab's eingesetzt. Aber die können mir nix. Die können mir gar nix. Nice! Sehr geil. Die Dinger hier haben auch manchmal Herzen gedroppt, ne? Oder bilde ich mir das gerade ein? Einmal bilde ich mir das ein, oder sie droppen halt gerade keine Herzen. Bomben brauche ich nicht, Herzen brauche ich. Herzen. Oh. Ja, doch, ich würde sagen, da gehen wir mal in den Shop. Gönnen dem Kollegen. Ja. Optimal. Ja! Okay. Oh no! Wo bin ich gelandet? Ach, okay, da unten. Nichts passiert. Puh. Okay, Small ist in Ordnung. Ich bewege mich zwar noch ein bisschen schneller. Aber was soll's, ne? Was soll es? Anni! Das war keine gute Runde.
Das war keine gute Runde, Freunde. Ich habe bisher auch kaum die Items eingesetzt, die ich gekauft habe. Weder Gabis Hairball noch das Messersche. Ja, das schießt einfach nur. Ja, Short. Short Wars. Mom, bist du hier? Hier geht's auf jeden Fall weiter. So, noch kann Mom hier sein. Judgment. Nice, das Ding ist schon mal weg. Nee, keine Mom, aber auch nichts, was ich gerne haben wollte jetzt eigentlich. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dr. Fietes Viech, Drecksding, weg damit. Okay, das nützt mir aber nichts. Das nützt mir auch nichts. Nein, hier ist Schluss. Will das nicht. F. F ist besser. Glaube ich. Jetzt muss ich doch gegen Alchemiker. Boah, das war alles optionaler Müll gerade. Scheiße. Also geht's hier weiter. Ja, es geht um die... Ah, oh, Mann! Okay. Da runter. Jo, das war knapp. Jetzt gehe ich mit zwei Herzen zum Herz. Das ist vielleicht nicht so geil. Aber es hilft ja nichts. Okay, die Augen müssen halt sofort weg. Okay, die Augen sind weg. Dann kann ich jetzt eigentlich hier draufhauen. Yes. Ace. Ace. Und damit Abflug in die Kathedrale. Oh nee, jetzt ist die auch noch so groß. Das auf dem Maze ist so ziemlich das Letzte, was man hier gebrauchen kann. Oh, aber die blauen Feuer sind gut. Die könnten Dings geben. Na, immerhin. Muss ich nur das Herz wieder füllen, was ich gerade verloren habe. Oh, nö, ich will kein Curse of the Maze. Oh, das ist gar nicht... Ich dachte... Ah, Curse of the Maze ist, dass ich irgendwo hingebracht werde. Ich dachte, das ist Curse of the Dings Labyrinth. Das ist gar nicht... Oh, okay. Eigentlich könnte man gleich wieder gehen. Eigentlich könnte man gleich wieder gehen. Jetzt ist mein blaues Herz schon wieder weg. So fix kann es gehen. Was ist hier drin? Nee. Okay. Na toll. So, das Ding ist komplett kaputt. Okay. Hier geht's nicht weiter. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott, Hilfe. Herz, ja, ja, ja. Halbes ist gut. Halbes ist besser als gar keins. Oh Gott, weg mit euch. Weg mit euch, weg mit euch. Nicht treffen. Nicht treffen.
Nicht treffen. Daddy, wo bist du? Da war Daddy. Oh, Himmel. Brauch Energie. Irgendwoher. Ich darf halt nicht... Ich mache immer den Fehler und gehe mit gedrückter Pfeiltaste in den Raum rein. So, das darf ich nicht. Ich meine, die Gegner sind ja... Ja gut, die halt nicht. Den interessiert das überhaupt nicht. Ich will wieder nichts, was ich brauche. Hier zufällig der Geheimraum. Schade. Oh Gott. Jetzt sind halt alles Bosse und da interessiert es. Ja! Und Bosse interessiert es halt nicht. Das Item, die Unterhose. Yo. Ja. Ja. Yes. Ah, oh, so gut. So gut und so wichtig. Oh shit. Sind halt E-Bosse, so die interessiert es nicht, wie gesagt, hat man schon. Oh, können wir nicht langsam zu Isaac kommen? Langsam wird's Zeit. Nein, ich treffe nicht. Jetzt. Oh, der ist rausgekommen. Ja! Wir sind wieder voll, wir sind wieder voll. Okay. Voll Energie, let's go. Das soll Daddy erledigen. Ne, wir erledigen das selber. Oh, shit. Komm, Daddy. Nice. Oha. Ja, gehen wir jetzt nicht hier rein. Okay, Isaac. Go. We can do this. Kann ich da oben? War ich da oben safe? Irgendwo in der Ecke war ich safe. Keine Ahnung, ob es die war. Scheinbar ja. Mama. Nice. Ab in die Chest. In der Hoffnung, dass wir noch Guppy werden. Guppy werden wäre cool. Ich würde gern noch Guppy werden. Das nehmen wir direkt mit. Jo, das Laser-Ding ist auch cool, aber wir sind ja schon, haben ja schon das Messer, ne? Ich glaube, das ist keine Synergie, ich weiß es aber nicht sicher. So, wir gehen mal kurz durch, was wir da jetzt alles haben. Dieses Laser-Ding ist, glaube ich, Technology. Nee, ist es gar nicht. Das ist Tech 5. Gives Isaac a laser which is positioned on the center of his head and will fire at random intervals with firing tears. While firing tears. Ach so. Nee, okay. Braucht man nicht. Kann ich rerollen. Und dann ist da noch dieser komische Zahn oder was das ist. Das ist so was Weißes. Das ist nichts von den alten Items. Das muss ein neues sein, was ich noch nicht kenne. Ja, da. Dogtooth. Plus 0,3 Damage up, plus 0,1 Speed up. When entering a room connected to a secret room, a howling sound will play. Okay. Brauche ich eigentlich nicht jetzt. Ist was zum Resetten. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das schon mal eingesammelt habe. Dann wäre es eigentlich cool, das mal eingesammelt zu haben. So im Sinne von, ne, ist neues Item. Ach komm, scheiß drauf. Ich glaube, ich hatte das noch nicht. Ah,
Okay, wir spielen mal ein paar Räume. Wir spielen mal ein paar Räume und dann haben wir ja wieder aufgeladen, den D6. Ich würde echt gern noch Guppy werden. Ah, fuck. Aber Guppy werden wir brutal sick. Okay, hier ist der Raum schon zu Ende. Das ist auch eine Sackgasse. Ach, Scheißdreck. Warum renne ich denn überall rein? Okay, das müssen wir uns merken. Ganz wichtig. Aua. Das ist jetzt nicht so cool. Das ist auch wichtig. Und wir haben wieder aufgeladen. Wir können wieder resetten. Ich glaube, das war ein HP-Up, ne? Das will ich aber trotzdem mal mitnehmen. Ja, nice. Und das andere war auch irgendwas Geiles. Was war das denn? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war irgendwas Geiles. Each time you enter a new room, damage is negated for the first time you get hit. Ah, der Holy Shield. Der Holy Shield, ja, ja, ja. Das ist auch ein cooles Ding. Ja, aber dann werde ich nicht mehr Guppy. Ach, dann scheiß auf Guppy. Dann scheiß auf Guppy, der ist mir wichtiger. Jetzt kriegen wir die Herzen, kann man aufladen. Sehr gute Voraussetzung. Dann geht's jetzt ab zum Bossi. Blue Baby. Ich warte auf dich. Na, ich meine, der Rand sollte funktionieren. Also der sollte durchlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, nice. Yo. Okay, das war's. Spiel ist vorbei. Sehr nice. Tschüss. Hui. Da-da-da-dam, da-dam. Haben wir mal wieder eine Runde Isaac gespielt. Ist doch auch schön. Und irgendwas haben wir sogar freigeschaltet. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Aber ich habe hier noch so viel nicht, ne? Ist schon... schon heavy, hier alles voll zu haben. Aber gut. Vielleicht spielen wir ab und zu mal wieder zwischendurch eine Runde Isaac. Könnte durchaus passieren. Ist schon lustig. Ist schon lustig. Aber nächstes Mal dann wieder im Hard Mode. Na, jetzt war Normal zum wieder reinkommen. Wenn dann mal wieder im Hard Mode. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.